Seit Beginn des Krieges hat Deutschland der Ukraine 14 Panzerhaubitze 2000 geliefert. Heute schauen wir uns dieses Waffensystem ganz nah an. Abgefeuert. Die Besatzungen der Panzerhaubitzen melden, wenn die Geschosse die Rohre verlassen. Seit Mai treffen ukrainische Soldaten in Deutschland ein, um sich mit der Panzerhaubitze 2000 vertraut zu machen. Und doch schaffen es die Ukrainer, die Panzerhaubitzen mit Erfolg einzusetzen und sich gegen den russischen Aggressor zu verteidigen. Doch auch das beste Waffensystem braucht Ersatzteile. Anfang des Monats stellte sich heraus, ein fataler und vermeidbarer Planungsfehler des Bundesverteidigungsministeriums bei der Bestellung von Ersatzteilen könnte die Einsatzfähigkeit der 14 gelieferten Panzerhaubitze 2000 gefährden.